Ich bin nicht euer Superstar, der seine Rolle am Kreuz für euch weiterspielt und dem ihr aufs Maul schlagt, wenn auf der Rolle fällt. Ich habe eure ganze Show und eure Rituale satt. Behaltet eure idiotischen Ehren und Preisungen. Ich habe nichts damit zu schaffen. Ich will sie nicht. Es gibt Orden fürs Töten im Krieg, Preise für Mörder. Orden für Tränen, für Schmerz und Verzweiflung. Orden für zerstörtes Leben. Es gibt Preise für Pornofilme, Schwanz und Hoden. Genauso werden Bullen und Schweine preisgekrönt. Der Zuchtbulle will keinen Preis für gutes Ficken, aber er wird nicht gefragt. Da das Brandzeichen am Arsch, die Nummer durchs Ohr geknipst, auf die Stirn geklebt oder einfach aufs Fell geschmiert fürs Schlachthaus. Es gibt Preise fürs Komischsein, Preise für Tragödien. Preise für Schönheit, Preise für Hässlichkeit. Preise für den Besten, Preise für die Schlechtesten. Preise für jemanden, der am meisten fressen. Und Preise für jemanden, der am meisten saufen kann. Ich kenne Festivals, wo man Preise kaufen kann. Aber schlimmer als alle Bestechung ist die Geilheit nach Ruhm und Bedeutung. Es ist physisch ekelhaft mit anzusehen, wie ausgezeichnet die Preise gerade zu ordinieren. Wer sie ihre jämmerlichen Dankesreden halten? Ich bin ich, euer Superstar, Superstar, Superstar. Ich bin ich, euer Superstar. Kritiker, die sogenannte Klassifizierung von Filmen ist das letzte Stadium von Gehirnerweichung. Es entstehen ganze Kritikerteams, die keine Qualifizierung zu fürchten hatten. Sie waren einfach da und rissen das verfaulte Maul auf. Je länger sie das tun, das heißt, je länger niemand kommt und sie mit Rattengift ausrottet, umso frecher werden diese kläffenden Köter. Sie geben Noten von 1 bis 10 oder so, mit halben Punkten, als rächten sie sich dafür, dass sie selbst so miserabel sind. Warum lassen diese Kritiker in die Filme nicht in Ruhe? Man kritisiert ja auch keine Hure öffentlich, weil sie angeblich schlecht fickt. Wobei immer noch zu klären wäre, wer der schlechte Ficker war. Das Publikum ist abgenutzt oder erschöpft von all dem anderen Scheiß, mit dem sie verseucht werden. Wahrscheinlich ist das der Hauptgrund, warum diese Pest überhaupt existieren kann. Wer kümmert sich schon um Herpes, wenn die Gefahr von AIDS besteht? Kritiker ist doch kein Beruf. Kritiker sind nichts anderes als eine Plage, die überhand nimmt, weil sie ungestraft davonkommen. Man weiß nie, wo eine Seuche ihren Ursprung hat. Wichtig ist, dass man ein Serum dagegen findet. Ich bin nicht euer Superstar, Superstar, Superstar. Ich bin nicht euer Scheißgesindel weggegangen ist!